Da, dein Auto. Da kommt ein richtiger Nordhesse aus der Umkleidekabine mit der Körperhaltung, Handtuch über die Schulter und schleicht in Richtung Trainingsfläche und sieht da plötzlich einen, den er seit Wochen nicht gesehen hat, ganz alter Kumpel. Und normalerweise würde er sagen, auf Hochdeutsch, ach, Kurt, Mensch, dich habe ich ja lange nicht gesehen, wo warst du denn die ganzen Wochen? So, lass uns jetzt mal zusammen trainieren und hinterher trinken wir einen schönen Schoppen zusammen. So, was sagt der Typ? Hat das Handtuch über die Schulter, kommt auf die Trainingsfläche, sieht den und sagt, alles zusammenfassend jetzt, ah, Kurt, und? Junge, wenn ich die Sache richtig deute, dann hast du auch einen Vornamen, worauf er nieste. Kommen Sie, lassen Sie uns anstoßen und du sagen, ich heiße Heller. Ist in Ordnung, Heinrich der Name, aber alle sprechen Heller. Sie stießen an, küssen sich auf die Wangen und Heinrich B. sagte plötzlich, wenn man uns so sieht, dann fällt mir das Alelied ein, ein Heller und ein Batzen. Stellen wir uns vor, 7-Gänge-Menü in einem 3-Sterne-Restaurant, erlesenste Speisen und Getränke, wunderbare Weine und dann ein Dessert und alles vom Edelsten. Zum Schluss, wie es so häufig ist, der Küchenchef kommt aus der Küche, macht die Runde und kommt an den Tisch und fragt dann, wie hat es Ihnen denn geschmeckt? Was antwortet der Nordhesse? Was ist das größtmögliche Lob? Der Nordhesse sagt, na was anderes.